geht noch immer zur inneren Wärme. Also, in winterlichen Tiefen erwarmt des Geistes wahres Sein. Es gibt dem Weltenscheine durch Herzenskräfte Daseinsmächte. Der Weltenkälte trotzt erstarkend das Seelenfeuer im Menscheninneren. Noch einmal. In winterlichen Tiefen erwarmt des Geistes wahres Sein. Es gibt dem Weltenscheine durch Herzenskräfte Daseinsmächte. Der Weltenkälte trotzt erstarkend das Seelenfeuer im Menscheninnern. Also, wichtig halt da, dass des Geistes wahres Sein im Inneren erwarmt. Das ist der erste Satz. Und das erst gibt dem Weltenscheine Daseinsmächte durch Herzenskräfte. Also das war eigentlich im letzten Spruch, also von der letzten Woche auch schon irgendwo drinnen. Eben auch, wenn wir uns dann zur Welt zuwenden, und so macht es halt einen großen Unterschied, ob diese Herzenswärme, diese Herzenskräfte dabei sind oder nicht. Das macht einen Unterschied, wie ich die Welt erfasse eigentlich. Und da steht jetzt sehr deutlich, dass es das eigentlich, was zunächst nur Schein ist, ja, irgendwie dann durch die Herzenskräfte ergriffen wird. Ja, und dieser Weltenkälte, das ist halt jetzt noch draußen als Bild genommen, das Seelenfeuer im Menscheninneren, also Stärke gibt eigentlich. Der Weltenkälte trotz der Starken das Seelenfeuer im Menscheninneren. Also, das heißt auch, wie wir die Welt erleben, hängt halt irgendwie sehr stark davon ab, wie wir uns, mit welcher Wärme wir uns innerlich daran beteiligen. Das ist so für mich jetzt ein bisschen das Bild, aber ich will es nicht zerreden einfach. Lasst es entstehen, den Spruch. Und ich hätte noch so als Frage oder so als Gedanken, ob man was überhaupt in eine Wirklichkeit bringt, genau durch diese Geste, durch die Beteiligung des Herzens. Also ein Manifestieren eigentlich überhaupt auch erst. Ein sich beteiligen und manifestieren. Ja, das ist eine riesige Frage. Ich sage einmal, das ist ein großes Thema dann auch in dem anderen Lesekreis in der Philosophie der Freiheit. Weil da läuft es dann irgendwo darauf hin, dass das so, was ich von der Sinneswelt aufnehme, dass das zunächst eigentlich auch nur Schein ist oder nur die halbe Wirklichkeit. Und der ganze Wirklichkeit wird es erst, wenn es vom Inneren her ergriffen wird. Also dadurch wird es erst wirklich für uns fassbare Realität. Also wenn ich es einfach nicht ergreife von innen, dann ist es, zieht es auch nur wie ein Schein an mir vorbei, in Wahrheit. Ja, also damit ist doch gemeint, den Weltinhalt, also sagen wir mal das, was so die Wirklichkeit, wie sie außerhalb von mir ist, nach innen holen. Also, ja, es ist sogar noch mehr, weil er behauptet sogar, wenn ich nur das nehme, was ich sozusagen rein objektiv äußerlich sehe, dann ist das noch nicht die Wirklichkeit. Sondern Wirklichkeit wird es erst, wenn es wirklich ergriffen wird von mir innerlich. Dann erst habe ich das Ganze. Also das heißt, die Welt offenbart sich eigentlich von zwei Seiten, weil ich muss innerlich auch aktiv werden, um das zu ergreifen. Und dann erst bin ich in der Wirklichkeit drinnen, sonst ist es ja auch nur blasser Schein irgendwo in Wahrheit. Das andere ist dann Realität. Ja, genau. Wow. Heißt das, also es wird Realität, wenn ich mich wirklich ehrlich
authentisch mit etwas von außen verbinde. Ja. Herzenskräfte. Ja. Ganz dann genau. Ist es Realität, sonst ist es nur eine intellektuelle Wahrnehmung. Also dann ist es Wirklichkeit. Ja, genau. Ja. Wahrheit ja. Und Wirklichkeit. Also begrifflich umgekehrt, oder? Realität ist das, was ich sehe. In Wirklichkeit ist das volle Spektrum, wenn ich mich innerlich daran beteilige. Habe ich jetzt so verstanden? Ja. Ja, nicht also ich glaube, es ist äußerlich so nicht so scharf normalerweise, wie es eigentlich da in der Anthroposophie ist. Also Realität ist, dass ich mich halt gegenständlich dem gegenübergestellt fühle. Dann ist es ein Ding, eine Sache. Aber dann verbinde ich mich gar nicht damit, in Wahrheit. Und Wirklichkeit wird es erst, wenn es von mir wirklich ergriffen wird. Dann habe ich erst das Volle. Hängt mit dem, also es hängt ja das Wort Wirken in der Wirklichkeit drinnen. Ja, ganz genau. Ich meine, das ist ganz interessant, das Wort Wirklichkeit, das Begriff, ist im Deutschen gebildet worden, als eigenständiger Begriff durch einen deutschen Mystiker, den Meister Eckhart. Der hat den Begriff geprägt. Weil aus dem Lateinischen kommt immer res, Sache, Ding. Also davon kommt das Wort Realität auch. Das ist sozusagen das, was draußen für sich steht. Und Wirklichkeit erfordert eben dieses Wirken, also dieses Ergreifen des Ganzen. Und dann habe ich erst die ganze Sache. Das also die Licht, ganze Wirklichkeit eben. Das Sache Licht kommt eben ja auch vor, oder? Bitte? Das Licht kommt ja auch vor in dem Wort. Ja, Wirklichkeit, ja. Das ist was ganz was Spannendes, also da den Unterschied noch zu nehmen zwischen dem Realität bloß und Wirklichkeit, das ist nur eine höhere Stufe. Und ich das zieht sich beim Steiner total durch, also auch durch die philosophischen Schriften, dass die Dinglichkeit allein zur Kenntnis zu nehmen, dass uns das noch nicht an die Wirklichkeit heranbringt, sondern es muss ergriffen werden. So wie wenn wir die Begrifflichkeit, die gewöhnlich ist, gebrauchen, zum Beispiel würde ich dann diese Wahrnehmungen Erscheinungsbild nehmen, aber die sind, eigentlich sind sie Finsternis, ohne dass wir das durchdringen aus innen heraus. Und wenn sich das trifft, also wenn dieses Finstere, Chaotische der Wahrnehmung vom Denken durchleuchtet wird, dann entsteht erst überhaupt der erste Begriff, der so sagt, aha, das ist ein Bleistift, das ist eine Wolke, das ist die Sonne. Und hier entsteht innere Wärme, wenn man das so macht, dass man gelassen ist, dass man betrachtet, entsteht diese innere Wärme, von der er spricht in diesem Spruch, weil du durchdringst mit dir selber diese Welt gibt es nicht ohne dich. Das ist diese Verbindung. Also die ganze Wirklichkeit ist immer eine Verbindung zwischen dem Denken und der Finsternis der Wahrnehmung, sozusagen, der Erscheinung, die an sich selber gar nichts ist. Also wenn man einmal reine Wahrnehmung im Bewusstsein bringt, ist schon von dem Denken durchsetzt. Schon sagt man, aha, das ist das. Ohne das Denken sehen wir gar nichts. Also wir erzeugen sozusagen die Wirklichkeit. Die Wahrnehmung nicht, aber die Wirklichkeit schon. Ja, und bei den alltäglichen Gegenständen fällt uns das gar nicht auf, dass die wir kennen, Tag ein, Tag aus. Weil da haben wir sofort den Begriff, das ist ein Glas und das ist, weiß ich nicht, eine Lampe und das ist eine Blume. Da haben wir sofort aber eigentlich in Wahrheit den Begriff dabei, ohne dass wir uns eigentlich wirklich bewusst das machen, dass wir eigentlich da schon einen inneren Prozess durchführen, weil das ist so ganz alltäglich. Aber in dem Moment, wo man irgendwo was sieht, weiß ich nicht, man geht im Wald spazieren, es ist schon Dämmerung und dann sieht man irgendeine Silhouette am Weg irgendwo weiter vorne. Was ist das? Dann fängt es an. Dann muss ich erst bewusst aktiv werden, was ist das? Ist das jetzt ein Wildschwein, das da steht? Oder war es vielleicht nur irgendein Schattenwurf oder sonst was? Dann klärt sich das erst.
Oder ja, wofür genau. entscheide ich mich, was es ist, ne? Dann wird es richtig spannend. Dann wird es richtig spannend. Ja, ja. Im Zweifelsfall ja, genau. mit der Phone oder so. Ja, und wie ich mich entscheide, ist wichtig, wie ich einen Entschluss fasse. Also schon das ist ein Entschluss, ja genau, wie Julia sagt. Es ist sehr unbewusste Tätigkeit, dieses Denken, dieses Begriffsbilden, aber es ist eine menschliche Tätigkeit, die durch die innere Arbeit, durch das reine Denken und Imaginationen dann wirklich bewusst wird. Also es geht ja. eigentlich um das. Und das legt ja irgendwo den Gedanken nach, dass das ausbaufähig ist in gewisser Weise. Also vielleicht kann ich Dinge noch viel tiefer ergreifen, wenn ich einfach mehr Aktivität hineinsetze, als so im Alltag ich es tue. Dann kann ich die Dinge, die mir sozusagen gegenüberstehen, noch viel intensiver ergreifen unter Umständen, mehr erkennen dadurch, mich mehr verbinden mit ihnen. Also das hängt von mir ab. Das ist kein Prozess, der einfach so einfach fertig ist, sondern den kann ich ja weiterführen. Wenn ich noch was ergänzen dürfte, was mir dazu noch einfällt, ist, dass also dieses Ergreifen der Außenwelt und dieses Unterteilen in bestimmte Begriffe heutzutage oftmals auch schon fast ein unbewusster Prozess ist, weil man heute durch äußeres Wissen, das vermittelt wird, durch Autoritäten, bestimmte Dinge einfach im Verstandesarchiv abspeichert und darauf dann zurückgreift. Also, dass wenn einem etwas begegnet, greift man auf das abgespeicherte Wissen zurück und sagt, ja, das ist das, obwohl man sich eigentlich bewusst noch gar nicht mit dem Begriff vertraut gemacht hat. Also aus eigener Kraft versucht hat zu ergründen, was ist das Wesentliche an diesem Begriff? Und darin liegt halt genau heute auch ein Dilemma in unserer Zeit, dass die Menschen denken, sie würden von den gleichen Sachen sprechen, aber es sind unterschiedliche Dinge abgespeichert zu diesem Begriff und dann kommen die Unstimmigkeiten. Und unsere Aufgabe wäre es eigentlich dann auch, versuchen, mit den Begriffen selbst Kontakt aufzunehmen, in Anführungszeichen. Also uns selber darum zu kümmern, was ist das für ein Geistwesen, was davor liegt? Absolut, ja, absolut. Und, aber da das oft zur Unbewusstheit mit den eingelernten Begriffen geht, wird uns das normalerweise gar nicht bewusst. Und daher glauben wir, das ist fix und fertig und so ist es und Ende. Und dann gibt es eigentlich nichts mehr zu entdecken und wir haben es abgehakt irgendwo. Man kann sich's ausrechnen, was der Mensch einem wirklich sagen will, abseits der Wörter, aufgrund von Blick, Gestik, das, was ihn so sonst noch umgibt. Weil oft sagt er was und man spürt eigentlich, worum es ihm eigentlich geht, was er gar nicht sagt. Was er gar nicht fasst in Worte, oder ja. Geht gar nicht, ja, ja, ja. Das ist halt die Kunst, finde ich, und die Schwierigkeit auch. Ja, ja, ja. Und das, was Christoph, du gesagt hast, das nenne ich Vorurteil, oder? Das ist ein Vorurteil, weil wir nehmen aus der Vergangenheit einen Begriff, also, und bevor wir sehen, bevor die Wahrnehmung an uns heranprallt, sagen wir schon, was es ist, oder? Ja, ja. Und da sind wir ständig, also viele, viele Menschen leben in diesem Vorurteil eigentlich non-stop, oder? Non-stop. Ja, es wird ja teilweise sogar methodisch geradezu ja. gemacht. Ja. Und in der Wissenschaft macht man Theorien darüber, dann gibt es eine anerkannte Theorie und dann weiß man sozusagen, was es ist. Aber das ist halt nicht die ganze Geschichte. Aber sie wird dann oft für die ganze Geschichte genommen. Damit will ich das nicht verurteilen, aber es ist einfach, man muss sich bewusst sein, dass das ein sehr eingeengter Blickpunkt ist, der vielleicht gedanklich sehr klar gefasst ist und der festgeschrieben ist, aber links und rechts davon gibt es vielleicht auch noch was, was ich ja, durch eigene Aktivität holen könnte. Also so gesehen ist Ist Wolfgang verschwunden, ne?
eigene Aktivität. Inaktiv. Was ist passiert, Wolfgang? Ich weiß nicht, plötzlich war nur schwarze Kasterl da. Du hast von der eigenen Aktivität gesprochen, war plötzlich inaktiv. Schwierig. Das hat es nicht erfakt. Ja, schon Urteil ist etwas eigentlich Altes, weil das Leben sich ja immer entwickelt. Der Vorurteil ist aber etwas Zombiehaftes, nicht nur etwas Altes. Also etwas, was tot ist und ich belebe es. Ja. Und das ist natürlich etwas, wo man dann sehen kann, dass man eigentlich die Wirklichkeit auf diese Art nicht erkennt. Oder man kann Menschen dann töten, Kriege führen, alles mögliche, Normen aufstellen, Gesetze, die dann einfach nur das Tote beleben, nichts anderes. Weil schon Begriff ist eigentlich tot, schon Urteil ist tot. Ja, ich meine, man muss aber gerechterweise dazu sagen, dass das halt bis zu einem gewissen Grad wahrscheinlich auch notwendig ist und eine gewisse Stabilität gibt, einfach eine Basis. Auch wenn die einseitig ist und starr ist, aber wenn wir bei allen jedes Mal ganz von Null anfangen, tagtäglich bei jede Minute, dann werden wir wahrscheinlich davon schwimmen irgendwo. Also das schaffen wir wahrscheinlich nicht. Ich finde, es ist nur wichtig, dass man sich bewusst ist, dass da Wir brauchen das. Aber man muss sich halt bewusst sein, dass das nicht in Stein gemeißelt ist. Wir brauchen das, um uns zu orientieren. Ja, es ist eine Orientierungshilfe, auf jeden Fall, klar. Weil sonst muss man die ganzen Schriften von Steiner verbrennen und sagen, pff, da steht ja alles schon fertig drinnen, weg damit. Ja, sicher. Wachstumsschritte sind vielleicht theoretisch möglich. Wenn alle wir Geistesforscher sind, dann können wir das theoretisch alles erforschen, aber das ist halt dann auch nur Theorie. Julia, was wolltest du sagen? Ja, das sind halt diese Wachstumsschritte. Und ein Wald, der ist auch nicht plötzlich da, sondern der wächst so langsam und zaghaft vor sich hin und plötzlich steht ein Riesenwald da. Und das ist halt auch, ich finde auch, dass wir manches Mal ein bisschen rüppelhaft mit dem, was wir einfach zur Verfügung haben, umgehen und undankbar, weil es ist einfach alles wesentlich und wichtig, um diese Entwicklung und diese Prozesse in Gang setzen zu können. Und manchmal, finde ich, sind wir einfach zu ungeduldig. Ja, ja. Wohl. So. Sollen wir zum Text? Mhm. Was hatten wir gesagt? Hatten wir gesagt, weil es so kurz war, also der Abschnitt so kurz war, würde das niemand speziell zusammenfassen? War das die Kompetenz? Ja, ganz genau. Weil es war zu kurz, wir haben nicht einmal einen ganzen Absatz gelesen, wir haben dann nur so bis zur Hälfte gelesen und das heißt, den sollte man wieder noch einmal lesen und jetzt vielleicht ganz lesen. Es war dieser Absatz, als Bewahrerin des Vergangenen sammelt die Seele. Doris, du hättest es leicht machen können. Aber jetzt, du weißt, was ich meine, oder? Letztens hast du nämlich gemeint, so, da braucht man keine Zusammenfassung. Aber da stiehlt sie sich jetzt raus aus der Zusammenfassung. Aber möglicherweise hat sie es beim nächsten Mal ein bisschen schwieriger. Entschuldigung, ja. Würdet ihr mir kurz noch verraten, an welcher Stelle ihr seid? Hast du das Buch oder hast du die PDF? Also 59 unten. Als Bewahrerin des Vergangenen sammelt die Seele. Und dann habe ich eine andere Seitenunterteilung. Also hier ist es Seite 53 in dem Buch. Ja, ich habe dieses. Ja. Das, könnt ihr mir vielleicht das Kapitel nennen? Reinkarnation und Karma, genau. Wiederverkörperung. Wiederverkörperung, okay. Und Schicksal. Gut. Eins bewahren. Hallo Florian. Hallo. So etwa die fünfte Seite müsste es sein. In dem Kapitel, ja.
geistige Wesenheit. Ja, ihr könnt ruhig anfangen. Ich finde es. Danke. Wer will denn lesen? Das letzte Mal hast du gelesen, Margarita. Ja, soll ich das noch einmal lesen? Ja, bitte. Oder will wer andere? Ja. Okay. Ja. Als Bewahrerin des Vergangenen sammelt die Seele fortwährend Schätze für den Geist auf. Dass ich das Richtige von dem Unrichtigen unterscheiden kann, das hängt davon ab, dass ich als Mensch ein denkendes Wesen bin, das die Wahrheit im Geiste zu ergreifen vermag. Die Wahrheit ist ewig und sie könnte sich mir immer wieder an den Dingen offenbaren, auch wenn ich das Vergangene immer wieder aus dem Auge verlöre und jeder Eindruck für mich ein neuer wäre. Aber der Geist in mir ist nicht allein auf die Eindrücke der Gegenwart beschränkt. Die Seele erweitert seinen Gesichtskreis über die Vergangenheit hin. Und je mehr sie aus der Vergangenheit zu ihm hinzuzufügen vermag, desto reicher macht sie ihn. So gibt die Seele an den Geist weiter, was sie vom Leibe erhalten hat. Der Geist des Menschen trägt dadurch in jedem Augenblicke seines Lebens zweierlei in sich. Erstens die ewigen Gesetze des Wahren und Guten und zweitens die Erinnerung an die Erlebnisse der Vergangenheit. Was er tut, das vollbringt er unter dem Einflusse dieser beiden Faktoren. Wollen wir einen Menschengeist verstehen, so müssen wir deshalb auch zweierlei von ihm wissen. Erstens, wie viel von dem Ewigen sich ihm offenbart hat und zweitens, wie viel Schätze aus der Vergangenheit in ihm liegen. Diese Schätze bleiben dem Geiste keineswegs in unveränderter Gestalt. Die Eindrücke, die der Mensch aus den Erlebnissen gewinnt, schwinden dem Gedächtnisse allmählich dahin, nicht aber ihre Früchte. Man erinnert sich nicht aller Erlebnisse, die man in der Kindheit durchgemacht hat, während man sich die Kunst des Lesens und des Schreibens angeeignet hat. Aber man könnte nicht lesen und schreiben, wenn man diese Erlebnisse nicht gehabt hätte und ihre Früchte nicht bewahrt geblieben wären in Form von Fähigkeiten. Und das ist die Umwandlung, die der Geist mit den Gedächtnisschätzen vornimmt. Er überlässt, was zu Bildern der einzelnen Erlebnisse führen kann, seinem Schicksale und entnimmt ihm nur die Kraft zu einer Erhöhung seiner Fähigkeiten. So geht gewiss kein Erlebnis ungenützt vorüber. Die Seele bewahrt es als Erinnerung und der Geist saugt aus ihm dasjenige, was seine Fähigkeiten, seinen Lebensgehalt bereichern kann. Der Menschengeist wächst durch die verarbeiteten Erlebnisse. Kann man also auch die vergangenen Erlebnisse im Geiste nicht wie in einer Sammelkammer aufbewahrt finden, man findet ihre Wirkungen in den Fähigkeiten, die sich der Mensch erworben hat. Okay, da mache ich Stopp jetzt. Ja, 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 das ist gewichtig wieder einmal. Also es ist für mich jetzt da im Text einmal ganz bewusst die Beruhigung, dass alles, was man erlebt, einfach nicht verloren ist. Ja, genau. Oder erlebt hat. Ja. Und das zeigt, glaube ich, auch also ganz Positive, also dass wir auch vergessen können. Also gerade ja. Die Dinge, die wir nicht mehr dann in die Erinnerung heraufholen können, so einfach zumindest, das ist gerade die Basis dafür, Fähigkeiten zu entwickeln. Also dann verbinden wir es eigentlich mit unserem ganzen Wesen irgendwo
und nicht nur mit dem da oben. Es wird Fähigkeit. Darf ich da eine Frage stellen, die ganz aktuell mich die ganze Zeit beschäftigt, wenn ich jetzt zum Beispiel bei deinen Vorträgen zuhöre, jede Woche, das sind ungefähr 2 Stunden. Und ich kann mich nicht 2 Stunden voll oder 2,5 Stunden voll konzentrieren. Jetzt ist das genauso als Erlebnis quasi unbewusst dann gespeichert, wenn ich nicht, also wenn ich so ein bisschen wegdrifte dazwischen. Das heißt, ja. Das ist das, was für mich jetzt da beruhigend ist, wenn es so ist, dass es nicht verloren ist, weil ich kann nicht 2,5 Stunden mich voll konzentrieren, dass ich das wirklich begreife, alles, was du sagst. Absolut. Du. Mir geht es selber so, wenn du mich jetzt fragst, vorige Woche habe ich einen Vortrag gehalten, ich weiß, ich habe über die komischen Tiere da gesprochen, aber frag mich jetzt bitte keine Details, was ich alles im Detail gesagt habe. Ich meine, die wichtigen Punkte weiß ich, aber Wort für Wort kann ich mich sicher nicht erinnern, was ich da gesprochen habe. Gott sei Dank. Wenn ich heute noch einmal dasselbe Thema sprechen würde, wird es wieder frisch sein. Und hätte neue Nuancen und andere Schattierungen. Also es ist gut, dass das, was eben das nicht alles im Gedächtnis hängen bleibt. Sondern dass da auch was in die Tiefe fließt. Also auch wenn ich jetzt 3 Minuten lang oder 5 Minuten lang wirklich schlafe, weil ich einfach nicht mehr kann oder weil ich einfach wegkippe, weil dann ist es nicht verloren, der Text. Es ist keineswegs verloren. Ich meine, wie heißt es so schön, den Seinen gibt es daher im Schlaf. Also man muss ja nicht übertreiben, aber. Ich habe ein Beispiel dafür, Margareta, dass das nicht verloren geht. Ich bin einmal eingeschlafen bei einem Vortrag von einem Lehrer, bei dem ich gerade studierte. Also ich habe auf YouTube gehört und bin total eingeschlafen und dann ging es einfach traumhaft weiter. Es war einfach ein Traum. Ich war nicht mehr da, ich habe geschlafen, aber im Traum, es war ein bisschen anders. Also es war nicht gerade 1:1 wie in der sinnlichen Welt, aber es war auch sehr, sehr spannend. Aber es war ein Traum. Und da würde ich auch gern dazu was sagen, ganz kurz, weil ich glaube, ich weiß genau, was du meinst, Margareta. Man hat diesen hohen Anspruch an sich selber, diese Dinge alle wie ein Schwamm aufsaugen zu müssen. Aber irgendwie habe ich jetzt begriffen so langsam, dass auch wenn ich jetzt nicht so hochaktiv zuhöre und mir alles notiere, diese hohen Aufmerksamkeitskurven, die gehen immer dann hoch bei mir, auch wenn ich gar nicht so bewusst zuhöre, wenn es Informationen sind, die gerade für mich essentiell und wichtig sind, um Verknüpfungspunkte zu bilden. Und das findet ganz automatisch statt, da muss ich gar nicht bewusst zuhören. Danke, das hilft mir auch sehr. Ja, weil das wäre ganz schrecklich, wenn ich nachher jetzt Wort für Wort wiedergeben könnte, was da alles gesagt wird. Dann bin ich aber ganz äußerlich eigentlich draußen. Ich meine, es gibt Menschen, die eigentlich geplagt sind mit so einer Art fotografischem Gedächtnis. Es gibt sogar einzelne Fälle, wo Menschen sich an jede Lebenssituation minutiös erinnern können. Wirklich von Tag zu Tag. Genau wie war das Wetter, wie hat es gerochen, welche Farbschattierungen waren da, aber das ist entsetzlich eigentlich. Da ist man ein Gefangener immer der Vergangenheit. Ja, es ist so wie, das fällt mir jetzt ein, der Vergleich, ein Messi, der einfach vor lauter Müllansammlung zu Hause nicht mehr sich bewegen kann. Ja, also, es ist viel zu viel, was da reinkommt und gespeichert wird dann, oder? Ja, man erstickt geradezu drin. Ja. Und ich meine, das wäre eigentlich ja fast, dann bin ich nur mehr durch die Vergangenheit geprägt. Und eigentlich sollte, was ich aufnehme, ja einen Prozess in mir anstoßen, aus dem was Neues in meine Fähigkeit wächst. Und die Fähigkeit besteht aber eben nicht gerade darin, 1:1 Wort für Wort das wiedergeben zu können. Das ist ja im Unterricht so wichtig, wenn von den Schülern verlangt, dass alles Wort für Wort wiedergeben können bei der Prüfung, dann läuft irgendwas schief. Weil sie sollten eigentlich selber Beziehung dazu kriegen und dann aus dem heraus sprechen.
aus dem, was ihnen bedeutsam geworden ist, einfach, aber in eigenen Worten und nicht als 1:1 Wiedergabe. Frau Swan, Leib, Info an Leib, an Seele, an Geist. Und du wolltest etwas sagen. Ich habe deine Einleitung jetzt nicht ganz verstanden. Nein, nein, aber ich hab mir gerade gedacht, so, da ist jetzt noch irgendwas mit dem Text und der Frosswar hat gerade ein Bedürfnis. Ja, ja, da genau. Und zwar auf Seite 60 unten geht es um das Freilassen, also Kräfte reinnehmen. Moment, wo ist der Satz? Umwandlung. Ah ja. Also, und das ist die Umwandlung, die der Geist mit den Gedächtnisschätzen vornimmt. Also das haben wir gerade so ordentlich gesagt. Und ich fand den kommenden Satz interessant. Er überlässt, was zu Bildern der einzelnen Erlebnisse führen kann, seinem Schicksale. Es ist ja poetisch, oder? Also es ist eine poetische Beschreibung des Vergessens. Ja, ja, genau. Genau, genau. Hast du es auch, Christoph? Die Stelle, das ist, ja. Aber, und dann kommt aber schon eine Frage, er überlässt, was zu Bildern der einzelnen Erlebnisse führen kann. Bilder der einzelnen Erlebnisse, könnte das mit Erinnerung zu tun haben und ist damit gemeint, dass normalerweise, also ein Gedächtnisschatz ist, damit sind auch gemeint, da verblasst etwas, die Eindrücke lassen nach, aber der Geist nimmt die Kraft da heraus und schafft Befähigung. Aber was ist jetzt mit den Bildern? Ich weiß nicht, ob das Detail so wichtig ist. Er überlässt, was zu Bildern der einzelnen Erlebnisse führen kann, seinem Schicksale. Ja. Also, wo gehen die Bilder hin? Ist das eine wichtige Frage? Weiß nicht. Ja, sie sind nicht wirklich verloren. Wir haben das letzte Mal, glaube ich, über die Hypnose und diese Sachen auch gesprochen, dass man manchmal in der Hypnose Dinge herausholen kann, an die man sich normal nicht erinnert und die offenbar aber doch irgendwo in der Tiefe da sind. Aber gerade die man nicht mehr erinnern kann, die führen zu einer Erhöhung der Fähigkeiten. Also gerade diese Kunst des Vergessens, vergessen heißt dann sich nicht mehr erinnern können. Das heißt aber nicht, dass es ganz weg ist. Aber ich komme einfach nicht heran. Das passt zu Margarites Frage gut, ja, oder? Das ist auch ein Beweis oder ein Gegenbeispiel das zu Margarites Frage. Sinkt was runter, ja. Sie bewusst nicht erinnert, sie kann aber das Vertrauen haben, es ist woanders, auf einer anderen Ebene, vielleicht sogar tiefer oder einfach anders gespeichert. Und ergänzt sich dann mit dem Erinnerten, dem Bewussten. Ja, und gerade also die Dinge, die durcherinnern, die helfen, indem ich sie tue und mitfühle, mitträume von mir, was wie's der Matej gesagt hat, die können sehr viel bewirken innerlich und Fähigkeiten entwickeln. Also wenn ich es 1:1, Wort für Wort wiederholen kann und das aufsagen kann, dann habe ich damit null Fähigkeit mehr erworben. Dann gebe ich einfach wie eine Kopie das wieder. Dann ist es nicht Fähigkeit geworden. In dem Moment, wo es anfängt zu versinken und ich es selber wieder neu gestalten muss im Grunde, dann fängt es schon an, eigene Fähigkeit zu werden. Das fängt schon an, wenn ich sage, okay, wir haben den Absatz jetzt gelesen und ich versuche mich zu erinnern, dann wird es wahrscheinlich keiner von uns schaffen, wenn er nicht hinschaut, das wortgetreu wiederzugeben. Aber er wird es trotzdem in eigenen Worten irgendwas davon vielleicht formulieren können. Und das ist schon eine Fähigkeit, die anfängt. Das ist nicht nur bloß Abklatsch von dem, was war, sondern das ist selber in gewisser Weise neu gestaltet, aber doch am Inhalt orientiert. Aber es ist nicht 1:1 das, was da drinnen steht. Wort für Wort. Das ist dann die eigene Wirkung, also das ist dann die Wirkung, die zur Eigenkreation führt. Genau, genau, genau.
Weil wenn ich es eins zu eins wiedergeben kann, Wort für Wort, muss ich null verstanden haben und null Beziehung dazu bekommen haben in Wahrheit. Dann bin ich wie ein Tonbandel, dass das halt wieder abspult. Das kann ein elektronisches Gerät auch, das speichert das Wort für Wort, Zeichen für Zeichen, Bit für Bit, ganz getreu. Deswegen hat aber die Festplatte im Grunde null Fähigkeiten, außer das eins zu eins wieder auszuspucken. Aber die kann nichts damit anfangen. Wir sind den Computern sowas von überlegen. Genau, genau. Und oftmals ist es ja auch so, Entschuldigung, François. Also oftmals ist es ja auch so, dass wenn man sowas schon mal gehört hat und auch nicht drüber nachdenkt, dass man, wenn man dann in eine Situation kommt, wo das relevant ist, dass dann auf einmal, zack, ist es da und denkt, ach, da war doch was. Und also in wichtigen Situationen sind diese Informationen sehr, sehr schnell wieder an der Oberfläche. Ja, genau, das betrifft ja das, was du gesagt hast, Margarita. Da rinnt scheinbar was durch irgendwo und ich krieg's gar nicht mit, aber wenn eine geeignete Situation da ist, ist das sehr wohl da und da kommt was heraus. Jetzt habe ich aber noch eine Unterscheidungsfrage dazu. Also diese Fähigkeit, also diese Information oder nicht Informationen, diese Wirklichkeiten oder Wahrheiten, die du in den Vorträgen sagst, wenn ich jetzt 3 Minuten schlafe, rinnen sie durch und werden dann irgendwann Fähigkeiten. Aber was ist mit denen, was die Julia gesagt hat, wenn man so ganz automatisch plötzlich hellwach wird, wenn etwas angesprochen wird, was einem jetzt gerade aktiv beschäftigt? Weil das geht mir eben auch. Manchmal wäre ich dann ganz hellwach, so wie du zum Beispiel die letzte halbe Stunde vom Vortrag letzten Dienstag über das zweite Tier gesprochen hast. Da gibt es dann Momente, wo ich dann ganz plötzlich etwas höre, was mich jetzt total aktiv oder aktuell beschäftigt. Wird das auch? Werden das auch Früchte sozusagen, die der Geist da ergreift? Oder ja, umwandelt? Sicher. Ja, sicher. Weil selbst wenn du das jetzt so intensiv und wach erfahren hast, wirst du jetzt trotzdem das nicht Wort für Wort wiedergeben können. Okay. Weiter. Also das sinkt trotzdem wieder runter. Das heißt, das Tolle ist, das heißt, egal ob es jetzt ins Unterbewusstsein sinkt oder ob es bewusst aufgenommen wird, es ist nichts verloren. Es ist nicht verloren und es wird eben gerade dadurch, dass es unsere unmittelbar eine Erinnerung verschwindet, hat es immer die Chance zur Fähigkeit zu werden. Was wir jetzt noch nicht hier stehen haben und noch nicht darüber gesprochen haben, ist, dass es doch unterschiedliche Graduierungen und Qualitäten geben könnte von dieser Kraft und von Wahrnehmung. Wenn ich mich berieseln lassen würde im Leben, ist egal, also ob das in der Schule ist oder in der Uni, würde mich da passiv so wie so ein nasser Sack auch geistig reinsetzen, wäre es doch was anderes, wie wenn ich das so mitverfolge, als wäre ich Teil der Vorlesung oder Teil des Geschehens. Und da könnte ich mir, also ich denke schon, dass man da ein bisschen unterscheiden muss, dass also potenziell sind Informationen im Raum, auch wenn man schläft, aber wie sehr sie dann nachher nährend und fördernd umgesetzt werden und geistbildend, da denke ich, gibt es schon große Unterschiede. So. Ja, sicher, sicher, absolut. Ich meine, es ist auch sozusagen ein großer Unterschied, weil es jetzt geht um die Passagen, die man aber nicht wachbewusst mitkriegt. Es ist ein Riesenunterschied, ob ich trotzdem, wie der Matthä gesagt hat, träume von dem, was der da vorne erzählt, oder ob ich eigentlich innerlich bei ganz was anderem bin. Also, es gibt ja auch Negativbeispiele, was du gesagt hast, Frau. Zum Beispiel bei der Werbung im Fernsehen, wenn man sich da berieseln lässt, ne? Was da unterschwellig an Informationen rüberkommt, die man gar nicht hört sogar, die aber trotzdem in gewissen Sequenzen ausgestrahlt werden. Und du kriegst sie trotzdem mit. Und wenn du nicht wirklich so bewusst bei der Sache bist und dann kaufst du Dinge, die du gar nicht brauchst oder
isst Sachen, die du gar nicht magst oder gar nicht gesund sind und so weiter. Also das ja, wollte ich nur sagen. Ja klar, das ist ja sogar der gewünschte Effekt der Werbung, dass das irgendwo einsickert und dann sagt man, ah, genau das ist es. Ich würde vielleicht auch gerne noch hinzufügen, etwas weiter vorne steht ja auch der Satz, so gibt die Seele an den Geist weiter, was sie vom Leibe erhalten hat. Also glaube ich, in erster Linie ist hier also von diesem Erlebnis die Rede, dass die Seele also durch den Leib etwas erlebt, also ein Eindruck bekommt. Und ich habe ja genau genau und ich sehe da immer diese zwei Richtungen. Also einmal geht es von außen durch die Seele nach innen, wird da zu etwas Eigenem gemacht und dann kommt wieder der Impuls des Zurückfließens. Es kommt dann von innen nach außen, wird durch das nach außen treten wieder zum Erlebnis und geht wieder zurück. Und so bilden sich dann Fähigkeiten. Ja, genau. Und es geht aber noch in den Geist. Also ich habe das Gefühl, also beim Lesen gehabt, es fließt vom Leib, von den Erfahrungen, Erlebnissen in die Seele hinein und von der Seele in den Geist. Und Leib und Geist verbinden sich zu etwas, das dann sozusagen wieder in diese Seele, in die Seele fließt als Ernte oder Erinnerung. Aber das ist vielleicht ein bisschen kompliziert jetzt ausgedrückt. Aber so vom Leib zur Seele. Zum Geist und nicht von der Seele zurück in den Leib. Ja, genau. Ja, so wollte ich es auch sagen, genau. Ja, okay. Ja, genau. Und umgekehrt dann wieder, wenn es dann aber aus dem Geist fließt, wenn ich wieder einer neuen Wahrnehmung gegenüberstehe, steht, bringe eine andere Kraft aus dem Geistigen mit über das Seelische, um jetzt das Äußere, die sinnliche Welt anders zu ergreifen, mich mehr zu verbinden vielleicht damit. Also mit neuen Fähigkeiten. Und dadurch wird aber das Äußere, Sinnliche auch wieder von mir und von dem Geist umgeformt. Ja, genau. Auf eine höhere Stufe gestellt, sozusagen. Wird auf eine höhere, wirklichkeitsgesättigtere Stufe eigentlich erstellt. Weil das haben wir am Anfang irgendwo besprochen. Dass es Wirklichkeit wird, dazu muss ich es ergreifen. Und je mehr Fähigkeiten zu ergreifen ich mir gebildet habe, umso mehr komme ich an die Wirklichkeit eigentlich heran. Wenn wir von Leib sprechen, ich meine mich zu erinnern, dass damit die Sinnesorgane gemeint sind. Die Sinnesorgane, die ja wie ein Fenster sind nach draußen, also das Auge, das Ohr zum Beispiel. Da kommen ja Impulse hinein und das ist immer noch komplett leiblich. Bis hin, dass es von der Seele erfasst wird, was da hineinkommt. Dann hat die Seele eine eigene Regung und jedem seine Seele hat eine eigene Regung. Man kann das ja nicht sehen. Ich kann nicht bei Julia sehen, was das in ihrer Seele macht. Das ist eine andere Bewegung und Regung als bei mir. Dann kommt daraus der Willensimpuls. Das heißt, das ist das, was von mir seelisch gesehen wieder nach draußen geht. Gehen kann und gestalten, verändern will, also eine Reaktion sozusagen. Und das ist jetzt, und das findet auch Niederschlag in Erinnerung und das ist immer noch alles so leiblich. Und dann erst kommt der Geist, nach meinem Verständnis, also ein Abgleich so mit der geistigen Ebene. Ich wollte es nur gerade mal so fassen, wie euer Verständnis ist von Leib, weil was ist Leib? So. Ja. Ja, also wenn wir im Buch selber in das erste Kapitel gehen, haben wir ja verschiedene Stufen der Leiblichkeit sogar. Also er spricht vom physischen Leib, da zählen sehr wesentlich auch die Sinnesorgane dazu, weil die sind ja ganz was Physisches zunächst einmal. Auge, Ohr und so, das ist fast wie ein physikalischer Apparat im Grunde funktioniert, das heißt, also das Organ selber. Und dann halt den Ätherleib,
und dann auch diesen Empfindungsleib, von dem man spricht, beziehungsweise Astral, wo schon die Verbindung aber mit der Empfindungsseele da ist so der Übergang. Also das heißt, es gibt eigentlich so drei leibliche Stufen, von denen nur die unterste, das ist, was wir normal als Leib bezeichnen, halt als physischen Leib. Aber da ist noch das Leben drinnen und da ist noch die Empfindungsfähigkeit drinnen. Und jetzt müssen wir natürlich mit den Begriffen schauen, weil wenn wir jetzt von Seele sprechen, die Seele ist ja wiederum beinhaltet schon in diesem Empfindungsleib. Ja, aber irgendwo hat er das ja im ersten Kapitel deutlich unterschieden. Also gibt es also die Empfindungsseele und dann spricht aber noch von Empfindungsleib, der sozusagen der Empfindungsseele eine gewisse Grenze setzt. Und diese Grenze kommt aber vom Leiblichen her. Also da offensichtlich ist so, der in Wahrheit, schätze ich mal, ganz spannende Übergangspunkt, wo geht es jetzt vom Seelischen ins Leibliche über? Weil wir brauchen ja irgendwo eine Übergangszone. Weil ich denke, man darf sich das nicht so vorstellen, okay, da ist der Leib, das ist wie ein Glas, das ich habe, und dann ist da die Seele eingefüllt. Einfach, sondern es gibt einfach ein Übergangsfeld. Das ist die Seele, ne? Also von Leib zu Seele zu Geist und vom Geist wiederum in die Seele, in den Leib zu. Ja, genau. Genau. Aber es gibt da selbst zwischen dem Leiblichen und Seelischen schon so ein Übergangsfeld, wo es. Ist es noch Leib oder ist es schon Seele? Darum unterscheidet er das, glaube ich, im ersten Kapitel deutlich mit dem Empfindungsleib und der Empfindungsseele. Also die Empfindungsseele braucht sozusagen eine ganz konkrete leibliche Basis auch. Und er sagt ja dann, sehen tut man das aber halt natürlich nicht physisch oder unter dem Mikroskop oder sonst wie, sondern das wäre dann auch in der Wahrnehmung der Aura irgendwo, also in dem, was aber dann nur geistig wahrnehmbar ist. Aber da zeigt es sich dann nämlich sehr deutlich, dass die Empfindungsseele eben so eine Art Bereich ist, der aber eine gewisse Grenze eben hat. Aber nicht jetzt einfach nur was Physisches ist. Da brauche ich halt dann schon eine gewisse geistige Wahrnehmungsfähigkeit, um das erleben zu können. Aber innerhalb dieser Grenzen sozusagen lebt die Empfindungsseele dann als erstes. Das ist ein Übergangsfeld. Und dann gibt es umgekehrt das Übergangsfeld wieder zwischen dem Seelischen und dem Geistigen. Wenn ihr euch erinnert, im ersten Kapitel nimmt er dann die Bewusstseinsseele zusammen mit dem ersten höheren geistigen Wesensglied, mit dem Geist selbst. Und das ist wieder so ein Übergangsfeld. Also das scheint also notwendig zu sein, dass das nicht drei Leib, Seele, Geist, drei völlig separierte Gebilde sind, sondern da gibt es eine Art unscharfe Zone, wo sich das überlappt, wo das eine ins andere übergeht. Ja gut, dass wir nochmal Bezug drauf nehmen, weil damals war das so theoretisch wie Vokabellernen, ja. Es ist immer noch abstrakt, aber ich glaube, es ist gut, einfach mal ein Bewusstsein zu haben, dass man ein bisschen schauen muss mit den Begriffen, dass man Acht geben muss und wirklich immer wieder nochmal vielleicht zurückgehen sollte zu den Anfängen und schauen, wie man das für sich verstehen kann. Was, damit das nicht so unsauber wird, ne? Ja, ja, ja. Weil es ist nämlich schon im ersten Kapitel sehr präzise beschrieben, aber man sieht den Zusammenhang eigentlich noch nicht. Man nimmt es halt irgendwie zur Kenntnis, aha, und denkt sich, weiß ich noch nicht, wieso. Und haben wir nicht damals auch gesagt, dass dann, also das Geist selbst, das Ich speist? Ist das so? Ja, ja, ja. Also der, ja. Ja, dann, wenn das, ich hatte das auch so in Erinnerung, und wenn ich mir das jetzt so nochmal darüber nachdenke, ist es dann auch so, dass diese Fähigkeiten, also es heißt ja in dem letzten Absatz, den wir gelesen haben, der Menschengeist wächst durch die
verarbeiteten Erlebnisse. Ist es dann nicht automatisch auch so, dass das Ich dann auch wächst? Kann man das daraus schließen? Ja, auf jeden Fall würde ich sagen, klar. Ja, weil das ist das Zentrum des Ganzen und da ist die eigentliche Aktivität drinnen, die das Ganze ins Laufen bringt irgendwo. Ja, heißt das auch, dass diese Fähigkeiten, diese verarbeiteten Erlebnisse, die dann wirklich dann auch im Ich dann gesammelt werden können, dass die einem nie verloren gehen? Das ist immer so meine Frage, ne? Was nehme ich mit aus diesem Leben? Was nehme ich das Leben wieder ein? Das ist sowas, was mich schon sehr beschäftigt, muss ich sagen. Ja, also das, was aktiv ergriffen wird, das wird Bestandteil des Ich, könnte man sagen, oder des unseres Geistigen, ja. Was wegfällt, sind die unmittelbaren Sinneseindrücke, das ist klar, weil dazu brauche ich die physischen Sinne, die sind weg. Wie es mit dem anderen ausschaut, muss man dann noch sehen, aber das jedenfalls, was ergriffen wird, was Fähigkeit geworden ist, da nehme ich was mit, klar. Mir fehlt jetzt noch eines raus, bei dem letzten Absatz, nämlich was entsteht durch den Vorgang, dass im Geist das wahre Gute entsteht, das sich zurück an die Seele vermittelt? Oder formuliere ich das richtig? Also dieses wahre Gute im Geist, wo findet das dann weiter statt? Also das bleibt ja nicht einfach nur im Geist stecken, das wahre Gute, sondern geht ja in diesen Kreislauf hinein. Nein, im Idealfall, sage ich mal, wäre das halt dann wieder der Rückweg, dass ich es ins Seelische bringe und von dort vielleicht auch in meine äußeren Taten oder so, hoffentlich. Also, dass ich im Tun der Wahrheit folge und jetzt ja bildlich gesprochen das Gute tue. Und das findet bei jedem Menschen immer statt? An sich? Ja, an sich sage ich schon. Ich meine, bei manchen mehr, bei manchen weniger, es gibt sicher Unterschiede, aber es gibt auf jeden Fall den Rückfluss sozusagen aus dem Geistigen über Seelische, bis es wirklich auch äußere Tat wird. Vor allem, wenn die Wärme dazu kommt, die wir am Anfang erwähnt haben, und dann sie sich eigentlich zu guten Taten ergießt auf eine Art. Aber ich finde diese zwei Übergangszonen, von denen Wolfgang, du gesprochen hast, ganz spannend. Ich habe mich jetzt ein bisschen damit innerlich beschäftigt. Es ist ein Teil ja des Lebensleib, es ist im Leben drinnen die erste Zone, wo das fließt, also weil ein Teil des Lebensleibes ist ja grob und verbunden mit diesen physikalischen Sinnen und ein Teil des Ätherleibes öffnet sich zur Empfindungsseele und das ist gerade dort ist der Empfindungsleib, oder? Das ist die untere Grenze und die obere wäre dann analog in der Verstandesseele, die verfeinert, also sagen wir im reinen Denken, sie öffnet dann diesen Geist. Da haben wir aber erwähnt, der physische Leib hört auf zu wachsen irgendwann. Die geistige Hülle, also die da aber ist, dieses Geistes selbst im Ich drinnen, der hört nie auf zu wachsen. Und das sagt mir dieser Satz, der Menschengeist wächst. Also es ist nichts Fertiges. So wie die sinnliche Welt nichts Fertiges ist, ist auch die innere Welt nichts Fertiges. Und das ist, denke ich, ganz schön, dass es so ist, so eingerichtet. Ja, es ist ein ständiger Wachstumsprozess, kann es sein. Vielleicht ist manchmal ein bisschen schrumpfend dabei, wird vielleicht Schwierigkeiten geben, aber im Prinzip hat es keine Grenze. Die ist immer nur temporär. Die kann sich immer weiter ausdehnen. Im Grunde. Was mir auch geholfen hat, nochmal bei der Schärfung irgendwie der Vorstellung von der Empfindungsseele und dem Empfindungsleib, dieser Unterschied, ist, dass, wenn ich das richtig verstanden habe, ist die Empfindungsseele ein Produkt der unbewussten Ich-Tätigkeit am Astralleib.
Also das heißt, wir haben also das Ergebnis einer Ich-Tätigkeit, die allerdings noch unbewusst ist, die erleben wir dann als Empfindungsseele. Ja, also so wie er es im ersten Kapitel ganz dezidiert beschreibt, sagt er ja dann sogar der Astralleib. Also jetzt spreche ich nicht von Empfindungsleib, weil das unterscheidet er jetzt. Der Astralleib ist eigentlich die Verbindung dann von dem Empfindungsleib und der Empfindungsseele. Das ist ganz interessant. Mhm. Also das ist sehr, sehr präzise. Und da, glaube ich, muss man sich wirklich beschäftigen damit, diese feinen Unterschiede herauszukriegen. Dass es nicht nur einfach ein Schema wird, sondern dass man diese feinen Übergänge einfach ins Bewusstsein ruft. Und dass da ist eben dieses Übergangsfeld zwischen dem Leiblichen und dem Seelischen ist. Und auch ein Übergang zwischen tierischen und menschlichen, weil dieser Empfindungsleib hat ja auch ein Tier, auch Empfindungsseele. Und genau. Das, was Christoph gesagt hat, erinnert mich an Evolutionsbegriff, oder? Das Ich arbeitet von Anfang an der Evolution und bringt dann diesen Empfindungsleib hervor. Natürlich alles unbewusst und eigentlich vormenschlich, jetzt mal plakativ gesagt. Aber ja, anders, denke ich, kann es nicht gehen. Ja. Ja, also das sind viele, viele Rätselfragen, sage ich, wo man das ganze Geschehen in der Natur, eben im Tierreich, also wo sie viele Fragen stellen. Apropos, ein ganz anderes Ding. Ich sehe den Matej nicht. Hast du die Kamera aus, Matej? Bei mir ist wieder das aufgetreten. Wenn ich Kamera anhabe, dann kann ich Mikrofon ausschalten. Und das kommt dann zu diesem Problem, dass wir uns nicht gut hören. Und da habe ich mich entschieden, es ist wieder das Gleiche passiert. Nach 10 Minuten ist er so warm anscheinend, dass ich dann nur noch so arbeiten kann. Weil wenn ich jetzt Kamera einschalte, dann kann ich Mikrofon nicht ausschalten. Ach so. Ja. Dann friert das Bild da wieder ein wahrscheinlich. Ja, ja, ja. Schalt nur mal kurz ein, die Kamera. Machst du das mit dem iPhone oder? Nein, ich habe jetzt einen Computer. Ich versuche jetzt Kamera, ja, so. Ja, jetzt ist sie wieder weg. Jetzt geht sie sogar selber weg. Warte. Ja, okay. Ja, Matej, wir hatten doch schon mal über iPhone das gemacht und das ging doch gut, ne, oder? Ja. Ich schaltete wieder auf den Computer und das, genau, nächstes Mal mache ich wieder mit iPhone. Okay, gut. Jetzt behalte ich einfach Mikrofon zu, lieber als dass ich Kamera habe, weil das Sprechen ist hier wichtiger als das Sehen. Findest du? Für heute. Ja, finde ich immer. Für mich schon. Ich sehe sowieso nichts. Du bist so oberflächlich. Bin so seelisch, weißt du? Du bist vielleicht schon geistig. Bei mir ist es aber so, dass ich einfach nicht sehe und deswegen Hören wichtiger ist. Ganz einfach, weil ich nicht sehe. Ich sehe sehr schlecht. Ja. Gut. Ja, sollen wir weitermachen vielleicht? Oder? Ich lese weiter, wenn es recht ist. Sehr gut. Oder wollt ihr noch was? Ja? Nach dem Sternchen. Nach dem Sternchen. Bisher sind der Geist und die Seele nur betrachtet worden innerhalb der Grenzen, die zwischen Geburt und Tod liegen. Man kann dabei nicht stehen bleiben. Wer das tun wollte, der gliche dem, wer auch den menschlichen Leib nur innerhalb derselben Grenzen betrachten wollte. Man kann gewiss vieles innerhalb dieser Grenzen finden, aber man kann nimmermehr aus dem, was zwischen Geburt und Tod liegt, die menschliche Gestalt erklären. Diese kann sich nicht aus bloßen physischen Stoffen und Kräften unmittelbar auferbauen. Sie kann nur von einer ihr gleichen Gestalt abstammen, die sich aufgrund dessen ergibt,
was sich fortgepflanzt hat. Die physischen Stoffe und Kräfte bauen den Leib während des Lebens auf. Die Kräfte der Fortpflanzung lassen aus ihm einen anderen hervorgehen, der seine Gestalt haben kann, also einen solchen, der Träger desselben Lebensleibes sein kann. Hui. Machen wir da vielleicht einmal einen Stopp schon, weil ich glaube, das ist schon schwierig genug einmal. Ich komme da gar nicht mit gerade. Ja. Ich bin da irgendwo. Ich sehe nur Buchstaben und Wörter. Das ist ein ziemlicher Sprung in eine neue Dimension, sage ich mal. Da bist du nicht alleine, Julia. Oh, danke. Schon für das zu lesen, Julia, braucht man Mut. Wo ist dann das zu verstehen? Ich bin halt so mutig, ich kann nichts dafür. Sehr gut. Ja. Da kommt ja zum ersten Mal so die menschliche Gestalt. Also Gestalt hatten wir doch in dem Buch bisher diesen Begriff noch nie, oder? Ja, in der Form nicht. In der Form nicht, nein. In der Form nicht. Und da ist einmal die erste Feststellung, die er macht, also, dass man das, was als menschliche Gestalt dasteht, nicht allein aus dem erklären kann, was zwischen Geburt und Tod liegt. Das ist eine starke Aussage. Ist das Frage. Heißt das, jetzt mit meinen Gedanken übersetzt, dass so wie ich heute ausschaue, ist ein Produkt nicht nur von diesem Leben und von den vererblichen Vorgängen von meinen Eltern, von diesem Leben, sondern diese Gestalt und wie ich heute ausschaue, ist ein Ergebnis von vielen? Also was er da als Erklärung dann dazu gibt, zuerst steht das einmal als Behauptung, sage ich mal, auf. Also das heißt, die Gestalt erklärt sich nicht aus dem, was zwischen Geburt und Tod alleine liegt. Das ist einmal, würde ich sagen, eine Behauptung, die aufsteht. Da werden viele sagen, nein, das ist ein Blödsinn. Ein Materialist wird das sicher sagen. Aber er präzisiert es jetzt. Wodurch kommt es, warum sagt er das? Weil der physische Leib nicht einfach irgendwie aus den Stoffen von selber entsteht, sondern er muss durch Fortpflanzung hervorgebracht werden. Also jetzt meint er da über Geburt hinausgehend, das heißt, ich brauche Eltern, die durch Fortpflanzung diesen menschlichen Leib des Kindes, ich will nicht sagen hervorgebracht, aber jedenfalls dazu beigetragen haben, dass er entstehen kann. Ohne dem geht es nicht. Also mehr ist da gar nicht gesagt. Es ist jetzt nichts anderes gesagt, als dass Fortpflanzung da sein muss. Und dann kommt noch dieses Interessante, also dass er der Träger desselben Lebensleibes sein kann. Die physischen Stoffe und Kräfte bauen den Leib während des Lebens auf. Die Kräfte der Fortpflanzung lassen aus ihm einen anderen hervorgehen, der seine Gestalt haben kann, also einen solchen, der Träger desselben Lebensleibes sein kann. Das ist, glaube ich, auch schon ein schwieriger Satz. Weil Lebensleib, das hängt ja zusammen mit dem, was er vorher Ätherleib genannt hat. Also da kommen wir schon auf eine nächste Ebene. Aber einerseits sagt er oben, die menschliche Gestalt kann man nicht aus den Tatsachen zwischen Geburt und Tod erklären, und hier unten, das, was du jetzt gelesen hast, tönt für mich, als wäre das ein Widerspruch. Ist das kein Widerspruch? Sehe ich jetzt gerade nicht unbedingt. Nicht. Es spielt sich schon alles in der äußeren Welt noch ab, aber die Gestalt des Babys sozusagen oder auch nur des befruchteten Keims entsteht nicht von selber in der Natur draußen, sondern es bedarf der Fortpflanzung. Und da muss etwas passieren bereits vor der Geburt. Oder sogar bei der Zeugung passiert das. Aber das liegt vor der Geburt des einzelnen Menschen, des Kindes von mir aus. Also das Kind entsteht nicht aus der Luft heraus.
aus dem Nichts heraus sozusagen plötzlich. Ah ja, genau. Ja, ja. So da, das es, mehr ist nämlich nicht gemeint. Also es ist jetzt noch nicht irgendwas Hochgeistiges sonst damit gemeint, sondern nur die Tatsache, von selber aus dem Nichts heraus entsteht körperlich, leiblich seiner Gestalt nach der Mensch nicht unmittelbar aus der Natur heraus, sondern es bedarf der Fortpflanzung. Also das heißt, dass ähnlich geartete Wesen, sprich menschliche Wesen, vorher da sein müssen, die durch Fortpflanzung die Möglichkeit geben, dass eine neue menschliche Gestalt entstehen kann, die aber eben eine menschliche Gestalt ist. Die entsteht nicht einfach so blind in der Natur, sondern nur durch Fortpflanzung. Das ist, glaube ich, das, worauf er da jetzt hinzieht. Mehr ist es gar nicht. Und er kann denselben Lebensleib haben wie seine Eltern. Er kann. Aber er kann ihn auch verändern. Also das ist jedenfalls noch nicht angesprochen, aber es ist zumindest damit deutlich gesagt, dass eben auch die Lebenskräfte, also das, was gestaltend wirkt, damit so ein Organismus leben und bewahrt werden kann und sich entwickeln kann, dass dazu auch Lebenskräfte notwendig sind und die scheinen bei der Fortpflanzung eine wesentliche Rolle zu spielen. Wolfgang, ich bin jetzt nicht verwundert. Ja. Wie ist es dann bei Pflanzen, Tieren? Nehme ich da was vorweg? Aber ich denke jetzt gerade an einen Samenkorn, an der Pflanze, das dann austreibt. Ja, wäre dort genauso. Auch da geht es nur durch Fortpflanzung in irgendeiner Form. Selbst im Pflanzenreich und im Tierreich sowieso, ob es jetzt geschlechtliche Fortpflanzung oder ungeschlechtliche ist, ist auch noch egal. Das ist jetzt noch nicht näher gesagt. Aber es muss vorher ein lebendiges Wesen da sein und nur das ist die Voraussetzung dafür, dass aus dem ein neues lebendiges Wesen entstehen kann. Egal ob Pflanze, Tier oder Mensch. Mehr ist gar nicht gesagt. Also es ist jetzt nicht von irgendeinem Hokuspokus schon die Rede, was da jetzt sich hereinsenkt vielleicht oder sonstiges, sondern einfach die Beobachtung von selber aus irgendwelchen gewöhnlichen Stoffen in der Natur, ohne dass ein lebendiges Wesen da ist, das durch Fortpflanzung es hervorbringt, passiert das einfach nicht. Ich glaube, mehr will er jetzt gar nicht sagen. Also, das ist nämlich das Wichtige, dass das so Schritt für Schritt geht, dass man ja nicht schon vorauseilt und aha, ja, was kommt denn da alles herein, welcher Geist und welches Gespenst kommt da, sondern er beobachtet einfach. Also es ist eine ganz coole Feststellung, die kann man überprüfen, wird, glaube ich, noch niemand gesehen haben, dass ein Baby aus der Luft entsteht. Und eine Pflanze eben auch? Eine Pflanze genauso, da ist wenigstens ein Samenkorn, oder, ja, genau. Genau. Also hier will er dann nur Erkenntnis, dass Lebendige entsteht aus Lebendigen. Genau, das Lebendige entsteht aus Lebendigem, richtig. Also das, auf das legt er schon Wert, dass also die Lebenskraft dabei sein muss, also das Lebensleib. Also eine Pflanze ist was Lebendes, ein Tier ist was Lebendes, der Mensch ist was Lebendes. Also aus einem toten Stoff entsteht es offenbar nicht. Ist ja auch so. Hat man aber früher geglaubt, aus dem Schlamm entstehen dann irgendwelche Würmer oder so. Aber die entstehen nicht, wenn nicht die Voraussetzungen da sind, also dass schon Eier von Würmern oder was drinnen sind. Die Urknalltheorie, Wolfgang, wird da nicht auch gesagt, ja, dass man anhand von einem Experiment mit Dreck und Elektrizität und Wasser dann, dass da so das erste Leben entsteht, hat man da nicht Versuche gemacht und gesagt, ja, aus Mineralischen und Wasser und Feuer, also ja, kann Leben entstehen. Ja, so. Ja, ist halt, man muss erstens dazu sagen, aber dass das noch die Theorien sehr vage sind. Also was man festgestellt hat, ja, ich kann zum Beispiel in einem Glaskolben so eine Art Atmosphäre schaffen, wie es in der Urzeit der Erde da war,
als noch nichts Lebendiges da war und jetzt kann ich das elektrischen Blitzen und so weiter aussetzen und dann entstehen gewisse chemische Verbindungen, zum Beispiel Aminosäuren, die ich dann auch im Lebendigen finde. Aber der Sprung, dass da wirklich eine lebendige Zelle daraus wird von selber, den hat die Wissenschaft noch nicht geschafft. Also es sind ein paar Bestandteile, die im Lebendigen wichtig sind, die kann man auf dem Weg herstellen und da gibt es halt jetzt die verschiedensten Vermutungen, wie das weitergegangen sein könnte, aber noch nichts Definitives. Aber gerade hier auf den Menschen bezogen, da machen wir es uns jetzt ein bisschen einfacher, also dass ein Mensch herauskommt, wird sicher nicht einfach passieren, dass ich in so ein Glasl Blitze zucken lasse und dann irgendwann taucht das Baby in dem Glasl auf. Also vielleicht entsteht irgendwann einmal der erste Einzeller daraus, wissen wir jetzt einmal noch nicht, aber ein menschliches Wesen sicher nicht. Und vielleicht ist es auch gut, dass er da jetzt ganz bewusst von der menschlichen Gestalt spricht. Also bei der ist ziemlich sicher, dass ohne menschlichen Vorfahren, wenn das nicht durch Fortpflanzung entsteht, kommt er einfach nicht heraus. Aber hier ist dann Wissenschaft wirklich auf einem Holzweg, weil erstmal das Lebendige entsteht nur aus Lebendigen, sonst nicht. Das sehen wir ja nonstop. Was anderes sehen wir ja gar nicht, weder bei Pflanzen noch bei Tieren und Menschen. Natürlich, sie können, und das haben sie gemacht, schon in 60er Jahren und so weiter, aber das haben sie schon 100 Jahre vorher versucht. Sie können Bestandteile erzeugen, also gewisse Bestandteile der Zelle kann man erzeugen, aber aus Bestandteilen, und das wäre ein wissenschaftlicher Fehler, darf man nie das Ergebnis erklären, oder? Sonst erklärt man ja gar nichts. Ja, ja, also das, was in dem Glas dann drinnen ist, Leben tut das noch nicht. Das sind Bausteine des Lebendigen drinnen, also sprich Stoffe, die im Lebendigen vorkommen, aber Leben tut in dem Glas auch noch nichts. Also so weit ist man hofft, dorthin zu kommen, die Wissenschaftler hoffen das, aber sie sind jedenfalls noch nicht dort, sagen wir es einmal vorsichtig so. Und kann uns jetzt irgendwer beantworten, woher dann die Individualität kommt, wo die dann entsteht, wenn von einem Wesen ein Wesen entspringt oder eine Wesenheit, dann entsteht ja auch gleichzeitig damit was ganz was Individuelles. Aber woher kommt das dann? Ich glaube nur, dass das jetzt ein Vorgriff ist auf das, was dann später ganz deutlich kommt. Gut, passt. Da geht es jetzt wirklich so stufenweise an, um einmal zu zeigen, okay, was ist denn einmal, dass da überhaupt was Lebendes da ist, ein lebendes Wesen. Da ist noch nicht auf die Seele jetzt Bezug genommen, schon gar nicht auf diese geistige Individualität. Aber dort kommt er sicher sehr bald hin. Vielleicht lesen wir einfach jetzt ein Stück doch noch weiter, oder sollen wir das noch einmal wiederholen? Dann lesen wir einfach jetzt dort weiter. Und ich denke, da werden die nächsten Stufen dann schon angedeutet sein. Ich mag nicht mehr. Du magst nicht mehr. Wer mag? Ich komme weiterlesen. Fein, bitte. Jeder Lebensleib ist eine Wiederholung seines Vorfahren. Nur weil er dieses ist, erscheint er nicht in jeder beliebigen Gestalt, sondern in derjenigen, die ihm vererbt ist. Die Kräfte, die meine Menschengestalt möglich gemacht haben, lagen in meinen Vorfahren. Aber auch der Geist des Menschen erscheint in einer bestimmten Gestalt. Wobei das Wort Gestalt natürlich geistig gemeint ist. Aha. Und die Gestalten des Geistes sind die denkbar verschiedensten bei den einzelnen Menschen. Nicht zwei Menschen haben die gleiche geistige Gestalt. Man muss auf diesem Gebiete nur ebenso ruhig und sachlich beobachten wie auf dem physischen. Man kann nicht sagen, die Verschiedenheiten der Menschen in geistiger Beziehung rühren allein von den Verschiedenheiten ihrer Umgebung
ihrer Erziehung und so weiter her. Nein, das ist durchaus nicht der Fall, denn zwei Menschen entwickeln sich unter den gleichen Einflüssen der Umgebung, der Erziehung und so weiter in ganz verschiedener Art. Deshalb muss man zugeben, dass mit ganz verschiedenen Anlagen ihren Lebensweg angetreten haben. Hier steht man vor einer wichtigen Tatsache, die Licht ausbreitet über die Wesenheit des Menschen, wenn man ihre volle Tragweite erkennt. Wer seine Anschauung nur nach der Seite des materiellen Geschehens hinrichten will, der könnte allerdings sagen, die individuellen Verschiedenheiten menschlicher Persönlichkeiten rühren von den Verschiedenheiten in der Beschaffenheit der stofflichen Keime her. Und unter Berücksichtigung der von Gregor Mendel gefundenen und von anderen weitergebildeten Vererbungsgesetze kann eine solche Ansicht vieles sagen, was ihr den Schein von Berechtigungen auch von dem wissenschaftlichen Urteil gibt. Ein solcher Beurteiler zeigt aber nur, dass er keine Einsicht in das wirkliche Verhältnis des Menschen zu dessen Erleben hat. Denn die sachgemäße Beobachtung ergibt, dass die äußeren Umstände auf verschiedene Personen in verschiedener Art durch etwas wirken, das gut, das gar nicht unmittelbar mit der stofflichen Entwicklung in Wechselbeziehung tritt. Für den wirklich genauen Erforscher auf diesem Gebiete zeigt sich, dass, was aus den stofflichen Anlagen kommt, sich unterscheiden lässt von dem, was zwar durch Wechselwirkung des Menschen mit den Erlebnissen entsteht, aber nur dadurch sich gestalten kann, dass die Seele selbst diese Wechselwirkung eingeht. Die Seele steht da deutlich mit etwas innerhalb der Außenwelt in Beziehung, das seinem Wesen nach keinen Bezug zu stofflichen Keimanlagen haben kann. Ja, das ist ein Hammer. Naja, es läuft ein bisschen hinaus auf das, was in den Wissenschaften ja immer wieder diskutiert wird. Ja, wodurch ist der Mensch bestimmt? Ist er bestimmt durch die Erziehung, durch die äußeren Eindrücke, die er hat, wenn er aufwächst? Oder ist er durch die Vererbung bestimmt? Und viel mehr sieht man nicht. Also im Grunde erklärt die Naturwissenschaft heute so, also dass der Mensch eben so ist, wie er ist, ist durch die äußeren Einflüsse einerseits, andererseits durch die Vererbung. Punkt. Sonst gibt es nichts. Und der Steiner stellt das aber jetzt da irgendwie in Frage und sagt, aber jeder Mensch bringt sich eine ganz bestimmte Eigenart mit, die sich weder allein aus den äußeren Einflüssen noch aus der Vererbung erklären lässt. Das kann ich nur bestätigen. Ich habe zwei Kinder, die unterschiedlicher nicht sein könnten. Ja, ja, richtig, ja. Also da ist auf jeden Fall nur ein wesentlicher Faktor dabei. Sicher gibt es die äußeren Einflüsse, sicher gibt es die Vererbung, aber das alleine macht es noch nicht aus. Das Beispiel von Zwillingen, die gemeinsam aufgewachsen sind und trotzdem sich sehr unterscheiden. Äußerlich nicht. Ja. Aber und in der Erziehung nicht, in der Sozialisierung, in der Konditionierung nicht, aber trotzdem sich unterscheiden. Ja, richtig. In den inneren Anlagen und Qualitäten. Das ist fast ein Beweis dafür. Fast. Fast, ja. Also, ich denke, so wie ich das verstehe, der physische Körper, welche Augen ich habe, welche Augenfarbe und so weiter, das wird ja durch Proteine und gewisse Gensequenzen ja bestimmt. Das wissen wir, das kann man gar nicht verneinen. Aber das, was hier Steiner sagt, ist, denke ich, dass
Seelische ist davon unabhängig. Habe ich das richtig verstanden? Ja, 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 richtig. Ich hab jetzt so das Bild, es gibt diese Zellteilung in der Genetik, wo man auch eins zu eins Zellen reproduzieren kann. Und dann gibt es jetzt noch diese seelische Zellteilung, also wo aus einem Seelenwesen ein anderes entsteht, unabhängig von dieser genetischen, evolutionären Geschichte. Und das ist aber auch so ähnlich wie eine Zelle funktioniert, wo so wlup, und dann kommt was Neues raus. Wlup. Komisches ja, Bild. Also das Wesentliche ist, dass da noch was Neues dazu kommt, ja. Ich meine, sicher bei der Fortpflanzung, überhaupt bei der geschlechtlichen Fortpflanzung, ist es ja natürlich so, dass die Erbanlagen der Elternteile einmal gemischt werden irgendwie. Wie auch immer. Also nur bei eineigen Zwillingen ist das genau gleich. Wie man heute weiß, auch nur fast. Weil es gibt da noch, neben der Genetik heute spricht man sehr viel von sogenannten epigenetischen Faktoren. Also das sind äußere Faktoren außerhalb der Genetik, aber die im Organismus eine Rolle spielen und die auch einen Einfluss haben. Aber ob das halt schon die Individualität erklärt, ist halt die Frage. Aber die haben doch sicherlich nicht, auch eineige Zwillinge gleichen Geschlechts daher, haben sicherlich nicht dieselben Muttermale an den gleichen Stellen, oder zum Beispiel? Es gibt Unterschiede. Also, es gibt und die schauen sich auch nicht ganz ähnlich. Es, wenn man genau hinschaut, sind sie nicht ganz ähnlich. Es gibt Unterschiede, ja. Ja. Da ist ein, darf ich was sagen? Weil es ein Satz, der ist ganz, ganz markant, und zwar und nach dieser Klammer im ersten Absatz, noch in dem großen ersten Absatz, den die Doris gelesen hat, und die Gestalten des Geistes sind die denkbar verschiedensten bei den einzelnen Menschen. Das heißt, alleine durch, weil der Mensch ein geistiges Wesen ist, kann kein Mensch dem anderen gleichen. Auch wenn er jetzt eineiige Zwilling ist und in der gleichen Familie, gleiche Erziehung, gleiches Umfeld etc., also vergleichbares Umfeld. Aber geistig ist jeder, also wenn ich jetzt Zwillinge hernehme, ganz anders als der andere Zwilling. Ja. Das, was er seelisch ergreift durch seinen Geist, formt ihn einfach komplett anders, oder? Ist das falsch? Ja, nein, das würde ich unterstreichen. Würden nur halt die Naturwissenschaftler eher nicht unterstreichen heute. Weil sie suchen nur noch den äußeren Faktoren. Also das heißt, einerseits Vererbung, andererseits Erziehung und Umwelteinflüsse und so weiter. Ja. Was anderes kennt man im Grunde nicht. Bei der Seele, ja. Was die Seele prägt, hatten wir doch auch gelesen vorher, dass es total unterschiedlich ist. Ne? Ein und dieselbe Sache hat die unterschiedlichste Auswirkung auf die Seelen der jeweiligen Menschen. Ja, ja, eh. Absolut. Nur ich wollte nicht deswegen aufmerksam machen darauf, dass wir da uns wirklich sehr bewusst sind, dass wir da in einen, wie das so ein Konflikt, aber in eine andere oder weitergehende Ansicht haben, als es heute in den Wissenschaften vertreten wird. Das ist ja, glaube ich, gerade die Herausforderung, das irgendwo zu erkennen, weil in den Wissenschaften, dort wo es nicht mehr objektiv fassbar ist und bei der Seele ist es eben Innenerlebnis, da hört sie auf und daher blendet sie das gern aus. Komplett. Ja, dort wird sie ganz spekulativ, aber du hast vorher Epigenetik erwähnt und das, denke ich, ist wichtig. Also das, die genetische Veranlagung, sagen wir, die gilt ja nur bis zur Konzeption und nachher ist alles Epigenetik. Das Wort Epi heißt ja nach der Genetik. Also, und dort hat die Wissenschaft entdeckt, aber das war ja auch, dass ein langjähriges Dogma nicht gilt, nämlich dass die Bausteine nur zum Zellkern reisen, sondern dass es auch umgekehrt ist. Daraus entsteht ja Autopoiesis, beziehungsweise der Prozess der Selbsterschaffung. Und, oh, jetzt ist mir der Gedanke entgangen, wo ich führen wollte. Auf jeden Fall auch bei zwei, diesen ein, wie heißt das, ein
diesen Zwillingen, die gleiche Genetik, die haben nicht die gleiche genetische Unterlage. Nicht mal genetisch ist das gleich, weil wir haben ja auch inaktive Gene. Und die schalten sich dann anders bei einem von diesen zwei Zwillingen wie bei anderen. Also von dem her hat er dann andere Muttermale und andere, ja, Eigenschaften. Keine zwei haben gleiche genetische Veranlagung. Und nochmal so eine Wissensfrage, der Fingerabdruck ist doch auch immer unterschiedlich, ne? Ja, das wahrscheinlich, ist ja. Aber das ist eben das Detail, ja, der Detailreichtum der Haut, auf den haben wir uns jetzt mal spezialisiert. Man sagt doch immer, das ist einzigartig, ne? Also, ja, genau. Es ist, das ist gewiss immer einzigartig, ja. Ja. Und noch einige andere Sachen. Ja, aber trotz allem ist für uns jetzt, glaube ich, die wichtige und entscheidende Frage, weil die äußere Naturwissenschaft erklärt es dann trotzdem durch die äußeren Verhältnisse und dass halt der Zufall dann eine Rolle spielt oder sonst was. Und das wäre ja dann schon eine große Frage, ist es einfach der Zufall, dass sie unterschiedlich sind, dass halt da ein bisschen anders läuft als dort, oder gibt es eben noch was anderes? Weil da ist der entscheidende Punkt jetzt. Ob man dem Seelischen eine eigene Realität oder Wirklichkeit sogar zugestehen will oder nicht. Da habe ich jetzt dann das Gefühl, es entkoppelt sich plötzlich das Seelische nochmal in einem ganz eigenen Entwicklungsprozess vom Leiblichen. Also es entkoppelt sich jetzt gerade total dieses verbindende Element, was wir bis jetzt immer drinnen gehabt haben. Ja, genau. Ja. Also hier, ich finde auch hier unglaublich, also hier ist für mich der Übergang zu überhaupt Verständnis dieses Buches, genau dieser Absatz, weil hier, ja, ich weiß nicht, ob sich das entkoppelt oder, das ist ja, wenn das fällt, fällt das ganze Buch, deswegen ist mir schon wichtig, hier ganz genau zu verstehen. Ja. Und ich tue jetzt deswegen so ein bisschen bohren, weil das halt der Knackpunkt irgendwo ist, weil wir dürfen halt nicht davon ausgehen, okay, wir sind vom Seelischen überzeugt und so weiter, aber die Naturwissenschaft draußen und im Denken vieler Menschen, die sind nicht davon überzeugt. Die halten das für keine Realität. Genau, und die muss man auch ernst nehmen, wenn man denen entgegentritt, also mit voller Ernsthaftigkeit. Gefühlsmäßig würde ich auch sagen, dass das Seelische vor der Geburt sein muss, aber ja. Man trifft ja alles Mögliche und ich war selber ja materialistisch gesinnt in diesem Sinne, bis ich dann zur Frage der Bewegung kam und dann wurde ich plötzlich anders gesinnt. Aber ja, ich bin einverstanden, dass man hier sehr genau sein muss. Was war noch gleich deine Frage, Mathé? Du warst materialistisch, bis zu welcher Frage angelangt war? Ja, wenn ich Bewegung erklären wollte, Bewegung, da konnte ich dann nicht mehr Bausteine finden für diese Erklärung. Aber hier ist die Frage eine andere, was mich beschäftigt. Also Naturwissenschaft sagt, wie Wolfgang gesagt hat, dass die Seele wie aus diesem Körperlichen entsteht und das kann eigentlich, das ist jetzt hier, was Steiner versucht zu in ein anderes Licht zu stellen, oder? Und das, denke ich, ist so eine wichtige Erkenntnis hier in diesem Teil. Aber hier bin ich selber noch, hier, das ist genau der Punkt, wo ich jetzt schon wochenlang am Recherchieren bin, innerlich. Ja, da ist wirklich der Knackpunkt, weil es geht jetzt dann darum, okay, kommt das Seelische dann wie selbstverständlich aus dem Leiblichen heraus, wenn es halt durch die Vererbung und durch die äußere Erziehung und entsteht da dann dadurch aus Luft das Seelische oder nicht? Und wir sollten da aber sehr wachsam sein und sehr aufmerksam sein, nicht weil wir jetzt ja eh so von der Wirklichkeit der Seele wahrscheinlich mehrheitlich überzeugt sind, dass wir das aber voraussetzen schon. Weil viele setzen es eben nicht voraus und sagen, na, das ist ein Blödsinn, die Seele entsteht aus dem Leiblichen so wie halt der Dunst oder sonst was. Also es ist eine Tätigkeit allein des Leiblichen. Die allein durch das Leibliche zu erklären wäre. Das ist das erklärte Wissenschaftsziel. Ja, genau. Dogma fast. Das heißt, wenn wir über das hinausgehen wollen, irgendwo und das mehr als eine bloße Glaubensüberzeugung sein soll, dann müssen wir da sehr, sehr aufpassen. Also dass man nicht den Wunsch zum Vater des Gedankens machen, sozusagen.
das Seelische schafft aus Stoff was Neues Seelisches. Oder ein Wesen schafft aus Stoff was ein neues Wesen. Ja, 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 ja. Aber das würde die Naturwissenschaft nicht zugeben, weil für die ist die Seele im Grunde nicht vorhanden. Daher kann es auch nichts tun. Das ist der Punkt. Ich weiß schon, dass wir das da aus einer anderen Perspektive sehen, aber wir sollten es versuchen, so klar zu fassen, und ich glaube, das will der Steiner eben auch, dass man sieht, okay, aber da ist wirklich ein eigener, noch anderer Einflussfaktor, eben das Seelische da, das eine eigene Wirklichkeit hat und die sich nicht zurückführen lässt aufs Physische und auch nicht aber auf den Lebensleib. Weil der macht die Fortpflanzung, aber der macht nicht das Seelische noch. Ich hätte dazu eine begriffliche Frage. Und zwar, ihr habt jetzt immer vom Seelischen gesprochen, die letzten 5 Minuten oder 10. Und du hast nochmal abgegrenzt jetzt das Seelische vom Physischen und vom Lebensleib. Ja. Aber Steiner macht eigentlich einen Sprung und sagt gleich Geist. Und Seele kommt gar nicht vor. Ja, ja. Ist euch das aufgefallen? Gesprochen haben wir jetzt aber immer vom Seelischen. Ja. Aber eigentlich hat er den Sprung zum Geist gemacht. Kann mir das jemand erklären? Ich habe aber vom Wesen gesprochen. Ich weiß nicht, das kommt auch. Oder Wesen, ja. Ja. Aber das ist, glaube ich, weil du sagst, Wolfgang, wir müssen sehr genau sein. Ja. Dann traue ich ja mich jetzt zu sagen, wir haben da jetzt vielleicht auch zwei Begriffe vermischt. Oder wie grenzen sich die nochmal ab? Oder warum, um beim Text zu bleiben, warum gibt uns Steiner nicht, spricht nicht Steiner vom dritten Wesensglied, von der Seele, sondern gleich vom vierten? Und vom Geistigen, ja. Ja, ja, ich meine, vielleicht in Anknüpfung an das, was wir da schon vorher gelesen hatten, wo wir ja sehen, die Seele ist das, was zwischen Leib und Geist vermittelt. Also, wenn es so richtig läuft, scheint es da zu sein, da hat er die leibliche Basis, dann kommt was Geistiges, und da in dem Spannungsfeld dazwischen wird die Seele ausgebildet. Und das ist jetzt die Frage, durch welche Einflüsse. Wenn da zwei Einflüsse da sind, wird es wahrscheinlich halt eben einen leiblichen Einfluss geben und einen geistigen Einfluss. Weil die Seele ja die Brücke bildet irgendwo. Ja, aber es ist noch nicht fertig geklärt, natürlich, die ganze Frage da. Kann es auch noch nicht sein. Also müssen wir auch nicht zu viel spekulieren jetzt, weil es wird sicher noch mehr dazu gesagt werden. Am besten gar nichts spekulieren, genau. Ja, eben. Es geht nicht darum, wachsam zu sein, wo Probleme liegen könnten, sozusagen. Ja. Ich merke gerade, dass 5 ab halb 1 ist. Ja. Ja, leider. Genau. Das heißt, wir müssen die Probleme aufs nächste Mal vertagen. Verschieben. Ich nachwirken lassen. Und ich habe schon das Gefühl, da wird was nachwirken. Sehr schön. Weil da geht es jetzt sehr zur Sache. Mein Herz klopft schon. Matthäus, siehst du uns eigentlich? Siehst du uns? Ja, jetzt kann ich mich hier auch einschalten, weil jetzt ist ja nicht mehr wichtig. Jetzt kann nichts mehr passieren. Genau, jetzt darf Mikrofon ja ein sein. Ja, genau. Ah, ja, toll. Passt. Ja, diesmal haben wir dann einiges zu wiederholen. War das eine Frage? Ja, es ist ein großes Fragezeichen, steht da. Ich würde es ganz gern machen. Ja? Oh, super, danke. Sehr gut. Cool. Perfekt. Perfekt. Mutig. Ja, super. Ja, ja. Ja. Übrigens, was anderes, es war eben vor, weiß nicht, 40 Minuten oder so, noch eine Kachel hier erschienen. Mhm. Und da stand Fellow Yitzi. Also Fellow Yitzi ist ja der Name für, das ist ja der Name, der erscheint, wenn man keinen Namen eingibt. Mhm. Ich konnte es nicht zuordnen, deswegen habe ich es dann weggeklickt, weil ich denke mal, wenn jemand hier reinkommen möchte, dann frühzeitiger, nicht so völlig mittendrin und auch gar nicht anonym. Das ist nicht schön. Und da kann ich nicht anders als das wegzu. Ja, es wäre schön, wenn wenigstens irgendein Kürzel oder irgendwas. Irgendein Mu oder Mäh
Mich hat es nur verwirrt, so, ich habe nur kurz den Namen gesehen, aber der kommt mir bekannt vor, aber ich habe nicht geschnallt, dass das ja eigentlich ein No-Name ist. Ja, genau. Und habe gedacht so, hey, das ist doch ein Freund, den können wir doch nicht raushauen.